Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Green Hill. Weiter geht's an dieser Stelle. Wir hatten ja in der letzten Folge uns mal die Rüstung von dem neuen Combat Update angeschaut. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir an die Fallen rankommen. Ich bin gerade ein ganz klein wenig verwirrt. Weil der schwer erarbeitete Waffenständer, den ich mir hier organisiert habe, der ist echt mal Schrott. Irgendwas scheint hier nicht so richtig zu funktionieren. Ich kann meine Klamotten hier nicht aufheben. Oh, hier geht's. Den Speer, den kriege ich mal irgendwie. Aber alles andere... Ah, hier an den Bogen komme ich auch dran. Warum komme ich denn von hier nicht dran zum Teufel? Scheint mir doch wieder irgendwas verrutscht zu sein. Naja. Was soll's? Erstmal brauche ich hier, wenn es irgend geht, eine neue Axt. Ups. Müssen wir uns auch nochmal erst einen Stein suchen. Oder haben wir hier noch Obsidian rumfliegen? Ja. Haben wir uns eine Obsidian-Axt. Brauche ich da zwei für? Ja, tatsächlich. So, oder ein Seil. Das kann natürlich auch sein. Seil. So. Na, wunderbar. Ich habe noch ein paar Palmenblätter zurechtgeknüppelt. Um mal den Hüttenunterstand nochmal schnell fertig zu machen. Palm, Palm, Palm. Was ist eigentlich hier hinten? Wunderbar. Blätter. Jawohl. Dann machen wir das eben nochmal fertig. Und dann würde ich euch mal zeigen wollen, ob es funktioniert dann auch, wie man an die Baupläne drankommt für die neuen Fallen. Ich habe doch gerade noch einen Stock. Gib mal her. Falls ihr sie nicht in eurem Buch haben solltet. Boah, so ein großes Ding umgelatzt und so wenig Palmblätter. Hier sind noch ein paar. Okay. Trockenes Blatt, trockenes Blatt. Das war es tatsächlich schon. Machen wir gleich, da brauchen wir dann nur mal noch ein paar Materialien für. 14 Blätter noch, es geht langsam voran. Und zwar erstmal nochmal schnell ein paar Stöcker mit. Bräuchten wir eigentlich mal einen langen Stock. Hier, den gib mal her. So. Ach Mist, schmeiß mal hin. Ihr stellt euch einfach einen Bogen her. Wie das geht, steht ja schon im Inventar.
in eurem Buch mit den Bauplänen. Langer Stock und ein Seil. Legt den auf. Und schon gibt es den neuen Eintrag Bogenfalle. Oh, es funktioniert, wie es aussieht. Speer kannst du auch mal hinschmeißen. Dann. Schwachen Speer. Nee, lass uns mal gleich einen anständigen Speer machen. Das funktioniert nicht. Lass mal gucken. Bogenfalle, die haben wir schon mal da. Dann gibt es allerdings auch nur so, noch so eine Spike-Falle. Dann nehmen wir nochmal hier einen langen Stock weg. Brauchst du zwar eigentlich auch für was anderes, aber... Jetzt wollen wir das erstmal ausprobieren. Ja. Schwacher Speer. Und jetzt sollte er hoffentlich auch umswitchen auf die Falle. Stachelfalle, sehr gut. Also müsst ihr euch einen schwachen Speer bauen, ne? Ein guter Speer. Der taugt dafür nicht. Einen schwachen Speer, den kann ich gleich mal wieder reinstopfen. Auch wenn ich ihn dann nie wieder kriege. Vielleicht funktioniert es ja dann jetzt wieder, aber die Sachen, die ich hier hingelegt habe. Upsala. Reiß, kannst du auch einreißen, das Teil. Funktioniert ja eh nicht. Dann gucken wir uns die Geschichte mal an. Was brauchen wir denn? Stöcker und einen kleinen Blätterhaufen. Okay. Stöcker, Seile. Oh, vier lange Stöcker. Da müssen wir uns noch was zurechtknüppeln. Würde ich mir doch glatt eine schon mal hier hinstellen. Mindestens. Oh, die ist ja richtig groß. Welche Richtung schießt die? So soll die stehen, bitte. Mal ein bisschen zurück. Muss ich, glaube ich, auch erstmal einen Busch abhauen. Jetzt gerne hier stehen. Komm, dann knüppeln wir das Ding mal hinweg. Passt das jetzt schon? Oder muss der andere auch noch weg? So wird's gehen. Kommst jetzt aber auch hier gar nicht mehr durch, ne? Wahrscheinlich. Das wäre auch nicht so geil. Also ist doch ganz okay. Müssen wir mal eben rüber und ein paar lange Stöcke abholen. Hast du nämlich jetzt nicht mehr genug, oder? Wie viel haben wir hier noch? Hier, doch. Sehr gut. Hier weiter. Ah, hier brauchst du jetzt mal einen langen Stock. So. Eine Seile mehr.
Seile. Müssen wir uns mit Sicherheit noch einen ganzen Arsch voll Pfeile machen. Dass das Ding auch möglichst immer geladen ist. Da lag eine leckere Kokosnuss. Die schnappe ich mir aber auch gleich nochmal. Ist ja mal aufdringlich hier. Hier noch ein Seil. Ja, aber hier hast du bestimmt noch was. Frühstück. An meinem Lieblingsbananenbaum hier. Das läuft ja. So. Dann haben wir das Ding fertig. Dachte ich eigentlich. Was kommt denn jetzt hier noch hin? Halten scharf machen. Mach mal scharf. Stelle sicher, dass du einen Pfeil in der Tasche hast. Okay. Ach ja. Hab ich. Cool. Aber auch nur einen drauflegen. Ja klar, dann muss er neu spannen. Das ist natürlich ein Schuss. Da würde ich mir lieber mal zwei in jede Richtung bauen. Dann müssen wir das Teil hier nochmal wegnehmen. Aber auch nicht, dass ich ganz dringend so einen Holzscheit-Sammler brauche. Für Holzscheiter habe ich eigentlich nie auf Halde. Was brauchen wir jetzt noch für die Spike-Falle? Die würde ich mir vielleicht... Ja, da hinten, wo der Keimmann öfter mal kommt, mal hinstellen. Eigentlich sind es ja Menschenfallen, ne? Wenn du jetzt hier angegriffen wirst von irgendwelchen eingeborenen Stämmen. Was ja bis jetzt hier eigentlich noch nicht so oft vorgekommen ist. Hier ist schon mal eine Banane ranzig. Hey, die nicht, die kannst du mal essen. Die kannst du mal hier lassen. Oh. Ja, als Köder nehmen? Ah, natürlich. So, Spike-Falle, wie sieht denn die aus? Und vor allem können die da auch selber reinlatschen. Brauchst du einen ganzen Arsch voll Stöcker. Uns ja erstmal hier ein bisschen ums Frühstück kümmern. Federn, genau, das passt ja auch nicht schlecht. Hier sind nur ein Haufen Palmenblätter irgendwie. Ja, die geht natürlich nicht mehr. Dann trinkt man gleich. Sammeln. Essen. Dann nehmen wir mal die gratis Palmenblätter, die nehmen wir doch gleich nochmal mit, weil hier nicht noch eins. Hier ist noch eins. Ist klar. Wird es auch schon wieder schummrig.
kurz auch mein Inventar hier ein bisschen aufräumen, sonst kannst du bald hier gar nichts mehr mitnehmen. Asche ohne Ende. Oh, sehr gut. Stöcker zusammensammeln für unsere Falle und dann geht es hier vorwärts. Das Ameisen. So. Lalalala, wir bauen uns ein Haus. Vor allem sollten wir uns auch gleich noch was zu essen machen. 5 Stück, dann hätten wir das schon mal fertig hier. Muss der rein. Und so. Legen wir doch mal den kleinen Blätterhaufen hier ins Wasser. Diskusfisch. Okay, den hatte ich noch nicht. Können wir uns auch gleich mal angucken. Und dann räuchern wir uns mal eben ein bisschen was durch. Wenn wir es schon da haben, brauchen sowieso auch Kohle. Guck mal hier, wie er noch sich bewegt hier, der Gutste. So. Einen kleinen Stopp brauche ich noch. Hallo? Ich weg. Geht der mir auf den Sack? Ich glaub's ja wohl nicht. Oh, jetzt ist das Feuer auch abgebrannt. Wieder nicht drauf geachtet. Jetzt siehst du natürlich auch die Egel ein bisschen schlechter mit der schönen Rüstung, die wir anhaben. Was wollte ich denn jetzt? Kleinen Stock. Ich müsste eigentlich mal ein Feuer machen, wenn es geht. Oh, und noch 2. Solange ich noch genug Energie dafür habe, das will ich mal schwer hoffen. Machen wir uns mal so ein Feuerchen an hier. So, gib alles. Probe knapp. Sehr gut. Kurz den Fisch ausgenommen. Dann haben wir noch rohes Piranha-Fleisch. Ara-Fleisch, wird alles mal durchgeräuchert. Oh, hier Diskusfisch, der ist natürlich auch cool. Den kann ich mir auch räuchern. Sehr gut. Dann hauen wir uns mal hier schöne Fleischsuppe rein, dass wir nochmal ein bisschen Energie kriegen. Beide gleich. Wir können uns ja dann neue machen. Ist ja schon wieder relativ dunkel. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch mal eine Bambushütte zumindest fertig gekriegt.
Jetzt steht der Strunk hier ja noch rum. Noch ein trockenes Blatt. Oh, oh. Schon wieder eine neue Vogelspinne. Was kriegt denn hier, wo ich meine Palmblätter holen will? Dann hauen wir den hier um. So, machen wir halt mal eine kleine Nachtwanderung. Hat ja auch nichts. Yay! Fertig unser neues Bettchen. Sehr gut. Lasse ich jetzt das Palmenblatt hier? Komm, schmeiß hier hin. Findest du es auch bestimmt wieder? Sagt unser Geräuchertes. Ja, geht so. Gut, die Bogenfalle haben wir gebaut. Ich hoffe, wir können sie auch mal irgendwann ausprobieren. Weiß jetzt auch noch nicht so genau, ob die auch auf so einen Keimann schießen würde. Wahrscheinlich eher nicht. So, bin mir nicht sicher, wie gut die so funktionieren soll, wenn hier vorne irgendwo ein Eingeborener über das Seil läuft. Ob ihn dann direkt der Pfeil trifft? Naja, wird schon irgendwie funktionieren. Angeschaut haben wir sonst auf jeden Fall schon mal. Und ihr wisst, wie er drankommt, wenn ihr die Baupläne nicht in eurem Buch habt. Dann würde ich sagen, ich hau mich gleich nochmal hin. Ich muss jetzt nämlich erstmal wieder ein bisschen was vorbereiten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir auch die Stachelfalle da hinten noch fertig. Aber ich will mir jetzt nochmal hier in Ruhe ein Feuer zusammenklauben. Damit der Steinring auch mal wieder brennt. Und ich mir ein paar Suppen kochen kann. Push! Hoppala. Hab mich angegriffen. Der Schweinepriester. So, hat er nun davon. Gut, ich freue mich auf den riesen Diskusfisch. Den haue ich mir dann rein. Dann lege ich mich aufs Ohr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr hattet Spaß dabei. War was Interessantes dabei. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.